Und ich hasche mir keine Zauns oder viel zu spät erst. Was wieder ein Indiz fürs Lecken ist und oh. Huch, die läuft ja gar nicht runter. Hä? Alter, was ist denn hier los? Na komm, ich lass lieber mal. Bevor wir uns noch irgendwelche Verletzungen zuziehen, lass mal lieber ganz bleiben. Und lass mal das Eisen aus der Wand ploppen. Das Problem hat ja Gronkh damals auch, ne? Der hatte auch solche Mega-Lags immer. 2013 war das. Da hat er auch immer mit Shadern und allem gespielt und hat er immer so Lags gehabt und hat immer seine Technik umgestellt ständig. Und hatte auch mega Probleme mit Minecraft. Aber naja. Ich denke mal nicht, dass es hier an demselben Problem liegt. Stimmt, bei Gronkh lag das ja damals daran, weil übelst viele Tiere gespawnt sind irgendwie. Wegen diesem komischen Mo Creatures Mod. Ja, genau, so war das. Und den haben wir nicht drin, ne? So, dann geht's mal wieder hoch. Ich rushe mal relativ schnell durch die Höhen irgendwie. Wollte ich mir eigentlich mal abgewöhnen, aber... geht irgendwie manchmal nicht. Ist halt so eine Angewohnheit, die bleibt einfach drin, ne? Ja, ist natürlich dann blöd, wenn du die ganze Zeit so, ja... Stell mal hier, East, durch die Höhle, Recken... Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, also ist nicht immer so angebracht. Ja, man soll ja schon noch ein bisschen Spannung aufbauen, wie es klassischerweise der Fall war. Früher mal. Sind wir schon wieder bei damals, ja, beim Thema. So. Och, das kann doch nicht wahr sein. Vor allem die Spitzhacke nutzt sich ab und der Block muss ich 10-mal abbauen. Vor allem der Block muss ich abbauen. Geiler Deutsch wieder. Muss man ja auch mal sagen. So, das Eisen lasse ich jetzt mal liegen. Wir müssen jetzt auch nicht übertreiben. Und, oh ne, ich ahne es. Muss hier genau Sand sein. Naja, Hauptsache wir stellen Fackeln hin, dann kann der Sand uns nicht erschlagen. Huch, Alter, wie viel Sand ist hier bitte? Haben wir jetzt zufällig einen Wüstentempel gefunden? Alter, ich würde ja lachen. Weil da ist natürlich dann immer so viel Sand. Ah, das ist ja echt übelst hoch, übelst tief. Je nachdem. Je nach dem Wetter, ne? Nach der Wetterlage. Hä? Also wie viel Sandstein ist denn hier? Sieht echt aus wie so ein Wüstentempel. Ist es aber nicht. Das ist einfach nur so ein Berg. Wo immer mega viel Sandstein auch drunter generiert wird bei solchen Wüstenbergen. Kann ja mal beim Biom gucken. Das ist ja Desert Hills, genau. Ja, ja. So, die Sonne geht auf. Okay. So, ach so, ja. Ich habe ja die Render-Distanz nur so kurz gestellt. Stimmt ja. Was natürlich jetzt ein bisschen suboptimal ist. So. Ja, Leute. Mensch, was soll ich sagen? Für diese Folge wollte ich eigentlich mal ansprechen, so ein bisschen meine Vorfreude auf Varro. Und zwar startet jetzt für mich in ein paar Tagen Varro 3. Ihr liegt wahrscheinlich jetzt zwischen Varro 5 und 6, wenn das doch alle halbe Jahre so kommen sollte. So alle 7 bis 8 Monate kommt ja immer die erste Folge dann. Und ja, deswegen solltet ihr demnach dann zwischen Varro 5 und 6 liegen. Aber man weiß natürlich nie, ob es dann auch so eintritt oder ob es nochmal verschoben wird oder ob es das überhaupt nicht geben wird. Das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke mal, wenn es jetzt schon Varro 3 gibt, dann wird es die anderen Varros auch geben. Und ich bin schon mal mega gespannt, was sie denn jetzt, wie es denn jetzt aussieht für Varro. Ist immer so ein bisschen, ja, auf die erste Folge freue ich mich irgendwie immer so. Ich meine, beim ersten Varro wusste man es ja noch nicht so richtig, da war es halt das neue Projekt nach Hero. Da hat man noch so gesagt, boah, was wird das wohl sein? Was sie da im Trailer gezeigt haben, hat der Herr Bergmann damals so einen coolen Trailer gemacht. Und, ja, da hat man sich halt so gefragt, was steckt dahinter? Aber bei Varro 2 war dann halt schon richtig so eine Vorfreude da. Denkt man sich so, boah, morgen geht's wieder los oder in ein paar Tagen geht's los. Da kannst du wieder richtig schön bei 50 Leuten die Folgen gucken. Was natürlich auch wieder krass ist.
Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder diesmal sein werden. Wahrscheinlich wieder so um die 60. Viele sind ja nicht dabei, die bei Varro 2 dabei waren. Unge ist dabei, obwohl er auf Weltreise war, aber da hat sie extra pausiert dafür. Aber solche Leute wie Sipst LP zum Beispiel, da war ja schon in Varro 2 nicht dabei, nur in Varro 1. Oder Tuttle. Tuttle und Artie haben ja aufgehört mit YouTube, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Finde ich halt sehr schade und auch für so Sachen wie Varro. Weiß ich nicht. Obwohl, es könnte natürlich auch sein, dass Tuttle und Artie doch wieder mitmachen. Ich weiß es nicht. Es wird halt die Überraschung, weißt du? Die haben halt noch nicht alle Teams bekannt gegeben und das ist dann auch mal so eine so interessant. Wer wird alles sterben in der ersten Folge? Das ist ja immer so ein Gemetzel dann. Und ja, wie werden die Teams dann vergeben, endgültig und so weiter? Da bin ich schon mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass meine Lieblingsleute nicht sterben. Ich kann immer verraten, bei wem ich alles gucke. Und zwar werde ich bei Spark of Phoenix gucken. Da gucke ich jede Folge. Für gewöhnlich. Dann bei Broken Sums werde ich gucken. Bei Dings, bei Revi, genau. Dann bei Debitor. Bei Unge werde ich mal reingucken, so. Da werde ich nicht alles gucken. Debitor werde ich auch nicht alles gucken. Würde ich gar nicht schaffen. Und das war's eigentlich. Und natürlich bei Leuten, die direkt in der ersten Folge sterben, da gucke ich mir die Tote an. Wenn zum Beispiel jetzt wieder ein Herr Brammen stirbt, ja, wie es ja Tradition ist. Oder Dead Sheep. Ja, die sind wirklich, in beiden ersten Staffeln sind die gestorben. Also in den ersten beiden Staffeln sind sie gestorben, einfach in der ersten Folge. Was natürlich krass ist. Und es gab auch noch einen dritten, der auch in beiden in der ersten Folge gestorben ist. Wer war denn das? Stimmt, LP mit Kev, genau, der war der dritte. Der ist doch auch in beiden, in beiden, Varro 1 und 2 in der ersten Folge gestorben. Was krass ist. Ist natürlich dann ziemlich traurig für die Leute, wenn sie immer wieder da mitmachen und dann nur eine Folge dabei sind. Ich würde es denen natürlich jetzt mal ziemlich gönnen, wenn sie länger überleben. Ist auf jeden Fall mal an der Zeit. Vor allem, das sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten Leute im PvP. Gibt's auf jeden Fall schlechtere, denke ich mal. Aber diese Leute, denke ich mal nicht, dass die so schlecht sind. Und ich muss gerade mal was öffnen. Ich klicke gerade mal auf diesen Screenshot. Einfach nur, um mal zu sehen. Huch, wieso ist denn da die Fraps-Zahl mit drin in dem Screenshot? Hä, das ist ja komisch. Lol, warum nimmt denn der die mit auf? In Minecraft-Screenshots. Hä? Ja, keine Ahnung. Ja, hier sind die Koordinaten. Minus 415, 68, minus 36. Gehen wir mal hin. Ich finde das nämlich jetzt einfach nicht. Was war das letzte? Minus 36. Oh, da sind wir aber ziemlich weit weg. In die Richtung müssen wir. Genau. Okay, Leute, mein Rechner ist gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, was hier los war, um Gottes Willen. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Die Datei ist fehlerhaft, steht da. Aber ich, die lässt sich noch öffnen. Das heißt, ich kann die ganz einfach nochmal abfilmen zur Not. Und dann habe ich eine normale Datei und kann die dann rendern. Sollte alles kein Problem sein, hoffe ich. Muss ich halt hier nochmal irgendwie eine halbe Stunde AFK den Rechner laufen lassen, um das halt nochmal neu aufzunehmen, also das nochmal aufzunehmen, weißt du schon. Ja, allzu lange werde ich heute auch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, woran es lag. Es ist einfach abgestürzt. Ich weiß nicht, ich habe hier nichts mehr im Hintergrund geöffnet. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe echt keine Ahnung. Jede Aufnahme ist immer irgend so ein Problem. Entweder die Maus backt rum, was ich übrigens jetzt behoben habe, indem ich einfach mein Maus-Touchpad hier ausgestellt habe vom Laptop. Habe ich einfach mal im Internet schnell gegoogelt und habe das dann mal ausgeschnellt, genau, kurzerhand. Und ja, jetzt stürzt er auf einmal ab. Einfach so, ich weiß nicht, woran es liegt. Wirklich nicht. Keine Fehlermeldung, kein gar nichts. Minecraft hat einfach geleckt. Dann habe ich Fraps F9 gedrückt und dann war er weg, der Rechner. Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Wir müssen auf jeden Fall noch in die Richtung gehen, um wieder nach Hause zu finden. Was ja mein Ziel ist, ne? Durchaus. So.
Da unten ist eine Höhle, wo wir waren. Das ist ein gutes Zeichen. Wie weit müssen wir noch? Okay, ein bisschen noch. Aber es geht, wir müssen gleich da sein. Ich sehe ja auch schon die Bucht. Oder eine Bucht. Und das heißt, da hinten ist unser Haus. Genau. Schön. Ich versuche mal jetzt nicht so schnell zu sprinten und so. Ist vielleicht ein bisschen semi-optimal. So, warte. Zack, zack. Machen wir das. Okay. Haben wir alles. Und ja, wir sind dann auf jeden Fall wieder hier. Thema für heute habe ich eigentlich abgehakt mit Varro und so, ne? Ich hoffe es doch mal. Also ich denke mal, ich habe da einiges drüber erzählen können. Ich freue mich halt sehr darüber. Für mich sind es jetzt noch knapp 3 Tage, beziehungsweise eigentlich schon noch 3 Tage. Weil ich erst abends dazu kommen werde, das zu gucken. Also nicht schon 12 Uhr, wenn es veröffentlicht wird. Denke ich zumindest. Und ich werde hier nochmal kurzerhand was ändern. Das gefällt mir nämlich so nicht, dass das nicht einheitlich ist. Wir machen das lieber so. Zack, weg da. Geht uns jetzt vielleicht das Glas verloren, aber komm, drauf geschissen. Ist da jetzt auch mal egal. Man kann ja auch mal was verändern, was wo man merkt, das gefällt einem nicht. Und genau so was war das halt. So. Dann gucken wir mal hier, was wir hier noch machen können, Schönes. Ich hätte gerne so eine Holzterrasse aus Fichtenholz am liebsten. Aber wo finden wir Fichten? Das ist natürlich jetzt die Frage. Die Frage aller Fragen. Ich glaube nicht, dass ich hier allzu viel andere Biome in der Nähe habe. Beziehungsweise so schnell an andere Biome komme, also sie finden werde. Weil ich einfach jetzt irgendwie nicht die Gelegenheit habe, diese zu sehen, weil ich ja eine geringe Renderdistanz habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn wir das nicht gucken können. Hätte ich jetzt eine bessere Renderdistanz, da könnte man natürlich jetzt hier gucken, ah ja, da ist vielleicht das und das und so weiter. Und so muss ich halt erst immer hindaddeln. Da ich halt auch nicht den Bock drauf jetzt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und wartet mal, um Kohle zu sparen, mache ich mir hier 4 raus. Genau. Und hier noch 2. Da können wir die in den 4. Ofen tun, oder? Komm, wir brauchen später eh Öfen. Da können wir die auch jetzt schon machen. Tue ich mal hier eine Kohle rein und die beiden. Kann man in der Zeit ein bisschen hier ausrumpeln. Und die Karotten, genau, ein Feld wollte ich machen. Ich wollte noch einen zweiten Stock machen, stimmt. Ich habe auf jeden Fall noch einiges zu tun. Einige Ideen auch mal wieder. Ist ja auch mal was Neues, ne? Dass ich mal Ideen habe, Mensch. Hätte man nie vermutet. Bemutet, genau. Geiles Wort. So, wie fahren wir jetzt fort? Das ist natürlich die Frage. Also, fort, ne? Warte mal. Damit der Witz auch richtig ankommt. Ja, tut mir leid. So. Ich werde mir dann mal ein bisschen Akazien schlagen, genau. Die Axt sollte eigentlich noch reichen. Weil Akazien sind halt jetzt so ziemlich das Einzige, was wir halt an Holz kriegen. Wir könnten noch versuchen, an Birken zu kommen. Eichen haben wir ja schon. Die gibt es ja hier auch in rauen Mengen. Gut, na, nicht in so rauen Mengen wie sonst. Aber doch ziemlich gut verteilt immer mal. Also nicht so, dass wir hier kein Eichenholz hätten. Ja, nehmen wir den hier auch nochmal mit. Ich finde das immer so komisch, wenn diese Farben dann immer so blass werden von diesen Akazien, die man ja eigentlich so gewöhnt ist. In diesem gelben Stil kann ich eigentlich mit... Kann ich ranzoomen? Wie kann ich ihn zoomen eigentlich? Ich habe da Optifine drin. Steuerung. Aha. Zoom mit C. Aha. Ich leg's mir mal auf F, da hatte ich's früher manchmal. Fertig, fertig. Ah, schön. Ja, so sieht das auf jeden Fall da aus und da sieht man so richtig den Unterschied. Ist auf jeden Fall mal krass. So. Ja, was nehmen wir eigentlich für die nächste Folge für ein Thema? Ich hätte ja immer so gerne Themen in den Folgen. Ich kann auch mal in mein schlaues Buch gucken. Beziehungsweise mein schlaues Handy. Da habe ich nämlich noch ein paar aufgeschrieben, auch ein paar wichtigere Themen. Beziehungsweise ein paar Themen, ja, die man halt mal... Bisschen ernstere Themen einfach.
Wir hatten ja letztens schon mal ein ernsteres Thema. Gut, so ernst war das eigentlich nicht mit dem Zeitreisen und so weiter. Das ging ja noch. Ich habe teilweise noch so Themen wie Erziehung oder so, wollte ich mal ansprechen. Das sehen wir dann aber in einer der nächsten Folgen. So. Ihr könnt mir ja nochmal für diese Folge unten reinschreiben, wie ihr euch immer auf Varo freut. Das heißt, einfach mal reinschreiben, ja, bei welchen YouTubern guckt der Varo und warum. Und natürlich auch, ob ihr euch freut und so weiter und worauf. Einfach mal schreiben, fände ich ziemlich cool. Und ja.